Als Vorbereitung auf das, was wir in den nächsten Kapiteln machen werden, will ich mit Ihnen ein bisschen Topologie machen, wobei wir gleich sehen werden, dass der Begriff Topologie vielleicht ein bisschen hochgegriffen ist. Topologie ist ein ganz wichtiges Teilgebiet der Mathematik, wenn Sie so wollen, verallgemeinerte Geometrie, ist ein sehr umfangreiches, komplexes Gebiet und wir werden das nicht mal am Rande streifen. Wir werden auch nicht wirklich über ganz allgemeine Topologie reden, sondern wir werden nur über sogenannte metrische Räume reden und nicht mal über alle metrischen Räume, sondern eigentlich nur über die sogenannten euklidischen Räume, nämlich die, die uns interessieren, über Räume der Form R hoch n. Und ich will mit Ihnen jetzt auch nicht wirklich eine Theorie aufbauen und irgendwelche Sätze beweisen, sondern mir geht es eigentlich nur darum, dass Sie so 3, 4 grundlegende Begriffe sich nochmal klar machen und davon so eine intuitive Vorstellung haben. Das werden teilweise auch Begriffe sein, die Sie schon mal gehört haben. Und dann will ich Ihnen so 1, 2 wesentliche Eigenschaften sagen. Das reicht eigentlich. Und ich füge hinzu, was ich eben schon angedeutet habe, es geht wirklich nur um solche Räume hier, die in denen wir uns bewegen. Das heißt, wenn ich Ihnen später irgendwelche Aussagen sage, dann ist das nicht so gemeint, dass das ganz allgemein topologisch immer gilt, falls Sie wirklich mal mehr mit Topologie zu tun haben, sondern das, was wir hier machen, bezieht sich immer auf R, R Quadrat, R hoch 3 und solche Sachen. So, der erste wichtige Begriff, der für uns relevant ist, ist der des Abstands. Eine Möglichkeit, Topologie aufzuziehen, wenn man es nicht ganz allgemein und abstrakt machen will, ist, dass man erstmal mit einem Abstandbegriff anfängt. Wenn man das abstrahiert, spricht man von sogenannten metrischen Räumen. In den Räumen, in denen wir uns aufhalten, gibt es aber schon einen Abstandsbegriff, den müssen wir nur noch mal festhalten. Wenn ich 2 Punkte habe, P und Q, und ich will deren Abstand ausrechnen, dann kann ich das ja einfach machen, indem ich die als Vektoren betrachte, die beiden subtrahiere und davon die Norm nehme. Das kennen Sie ja, was Sie dann machen, ist im Prinzip einfach den Pythagoras anwenden. Haben wir auch letztes Mal darüber gesprochen, das können Sie auch mit dem Skalarprodukt darstellen und so weiter. Ich schreibe vielleicht hier mal vorsichtshalber Vektorpfeile drüber aus didaktischen Gründen, damit klar ist, dass man hier mit Vektoren rechnet. Ich werde aber jetzt nicht immer Vektorpfeile drüber machen und ich werde, um das so ein bisschen zu unterscheiden, in Zukunft, zumindest in diesem Kapitel, dafür sowas schreiben. Also D wie Distance PQ soll eigentlich nur eine andere Schreibweise hierfür sein, der Abstand dieser beiden Punkte. Aber um klarzumachen, dass es sich um diesen Abstandsbegriff dreht, denke ich, ist es besser, wir nehmen dafür eine andere Symbolik. Und ich fasse erstmal so ein paar Eigenschaften von diesem Abstand zusammen, die grundsätzlich für jede Sache gelten, die man in der Mathematik überhaupt Abstand oder Metrik nennt. Für dieses hier ist das eigentlich klar, aber es ist vielleicht gut, das nochmal aufzuzählen. Also erstens, der Abstand von 2 Punkten ist immer eine reelle Zahl und zwar immer eine nicht negative reelle Zahl. Das, was da rauskommt, kann sein 2 oder 700 oder im schlimmsten Fall 0. Aber es können natürlich keine negativen Zahlen rauskommen, weil das nicht unserer Vorstellung von Abstand entspricht. Und diese Formel gibt auch keine negativen Zahlen her. Da steht ja eine Wurzel drin. Also der Abstand ist immer eine nicht negative reelle Zahl. Die zweite Eigenschaft, was weiß ich, wenn der Abstand von 2 Punkten 0 ist? Das bedeutet, dass diese beiden Punkte gleich sind. Der Abstand von 2 Punkten ist genau dann 0, wenn die beiden Punkte identisch sind. Anders ist das nicht möglich. Die dritte Eigenschaft ist, dass es keine Rolle spielt, wie rum ich das schreibe. Der Abstand von P und Q ist dasselbe wie der Abstand von Q und P. Das ergibt sich auch sofort aus der Formel da oben und das ist ja auch irgendwie einsichtig, weil ich mit dem Abstand von 2 Punkten ja nicht irgendwas Gerichtetes meine, sondern halt nur, wie weit die voneinander weg sind. Und das ist offensichtlich ein symmetrischer Begriff. Das Einzige, was vielleicht ein bisschen erklärungsbedürftig ist, das kann man aber durch eine Skizze sich auch sehr gut klar machen, wenn Sie es mit 3 Punkten zu tun haben, dann ist der linke Abstand immer kleiner gleich der Summe der beiden rechten Abstände. Ich mache das vielleicht nochmal farbig klar. Also hier haben wir P, hier ist Q. Und dazwischen haben wir noch einen weiteren Punkt geschummelt. Das heißt, wir messen einerseits den direkten Abstand von P und Q und andererseits den Abstand erst von P nach R und dann von R nach Q. Wenn Sie sich das als Bild hinzeichnen, dann sieht das so aus. Sie haben P und Q und eine Möglichkeit ist, dass Sie den direkten Abstand messen. Das sieht ja bei uns so aus. Und die andere Möglichkeit ist, dass Sie erst diesen Abstand messen und dann den. Wenn Sie sich jetzt das Bild anschauen, dann sehen Sie sofort, dass das, was hier steht, gelten muss. Das besagt nur,
wenn du von P nach Q kommen willst, ist es der kürzeste Weg, direkt von P nach Q zu fahren und nicht erst einen Umweg bei McDonald's zu machen oder sowas. Das kann man auch rechnerisch bestimmen, aber ich denke, in unserem Fall ist klar, dass das gelten muss. Das Ding bekommt auch einen Namen, weil es ziemlich wichtig ist. Das ist die sogenannte Dreiecksungleichung. Und wenn Sie sich das Bild anschauen, dann sehen Sie auch, warum man das Dreiecksungleichung nennt. Also für uns, für den Abstand, um den es uns hier geht, den hier in euklidischen Räumen, sind das alles einfach Eigenschaften, die man nachprüfen kann. Man kann jetzt auch den Spieß umdrehen, das werden wir nicht machen. Man kann sagen, wenn ich irgendeine Funktion d habe, die diese vier Eigenschaften hat, dann nenne ich das eine Metrik und dann habe ich so eine allgemeine Theorie metrischer Räume. Und man kann für alle möglichen Dinge solche Metriken definieren, die diese vier Eigenschaften haben, und viel von dem, was wir jetzt gleich besprechen werden, gilt dann auch in diesen allgemeinen metrischen Räumen. Wir brauchen aber gar nicht so abstrakt zu werden. Für uns reicht es, wenn wir uns unter D immer den Abstand von zwei Punkten in der Ebene oder im Raum und so weiter vorstellen. Aber vielleicht nochmal eine ganz banale Frage. Wenn ich mich in der Ebene befinde, dann ist der Abstand von zwei Punkten ja dieses hier, das kann ich mir vorstellen. Wie ist denn das in R hoch 1? Das ist ja auch ein Raum, ist ein eindimensionaler Raum. Was ist denn da der Abstand von zwei Punkten? Also was sind denn überhaupt Punkte? P und Q wären dann Zahlen auf dem Zahlenstrahl. Und wie misst man da den Abstand? Also da nimmt man einfach den Betrag der Differenz der beiden Zahlen, was anschaulich auch klar ist. Die Zahlen leben alle auf dem Zahlenstrahl und sie haben irgendwo hier ihr P und hier ihr Q. Dann subtrahieren sie die beiden. Und wenn Q größer als P ist, so wie hier im Bild, dann würde eine negative Zahl rauskommen. Und dadurch, dass sie den Betrag nehmen, haben sie eine positive Zahl. Also das ist auch ein Abstand. Das ist der Abstand, den die beiden Punkte auf dem Zahlenstrahl voneinander haben. Und wenn Sie mal im Geiste diese vier Eigenschaften durchgehen, werden Sie sehen, dass die hier auch alle stimmen. So, für die nächsten geometrischen Begriffe schauen wir uns mal exemplarisch ein paar Mengen an. Und da würde ich Sie zunächst mal bitten, sich diese Mengen vorzustellen. Ich schreibe hier mal ganz allgemein hin die Menge aller Q aus R hoch N. Für die Vorstellung können Sie für N auch 2 oder 3 oder sowas setzen. Mit der folgenden Eigenschaft: der Abstand von einem festen Punkt P ist kleiner als 0. Was ist das für eine Menge? Also ich schreibe hier mal in P fest. Die Menge aller Punkte, deren Abstand von P kleiner als 0 ist. Die leere Menge kommt da raus. Es gibt überhaupt keine Punkte, deren Abstand von einem vorgegebenen Punkt kleiner als 0 ist. Jetzt kann ich das ein bisschen ändern. Wenn ich schreibe, die Menge aller Punkte, deren Abstand von P kleiner gleich 0 ist, dann gibt es einen einzigen Punkt, der die Bedingung erfüllt, der vorher nicht in der Menge drin war, nämlich P selbst. Das heißt, in diesem Fall würde die Menge aus einem einzigen Element bestehen, nämlich aus dem Punkt P selbst. So, und jetzt nehme ich halt irgendeine andere Zahl. Ich nehme die Menge aller Punkte, deren Abstand von P, sagen wir mal, kleiner gleich ein Hundertstel ist. Wie viele Punkte sind in dieser Menge drin? Da sind jetzt auf einen Schlag unendlich viele drin. Darum ging es mir eigentlich hier nur bei der Sache. Also wenn ich sage, der Abstand soll 0 sein, dann habe ich nur einen einzigen Punkt. Wenn ich sage, der Abstand soll kleiner als 0 sein, ist das Quatsch, weil ich dann gar keinen Punkt habe. In dem Moment, wo ich irgendeine größere Zahl erlaube, zum Beispiel der Abstand ist kleiner gleich ein Hundertstel oder ein Millionstel oder so, habe ich gleich unendlich viele Punkte, die um diesen Punkt P rumliegen. Die liegen natürlich dann alle sehr dicht dran, aber unsere Vorstellung vom Zahlenstrahl oder von R Quadrat oder R hoch N ist ja, dass ich sowieso da unendlich viele Punkte habe. Und selbst in so einem kleinen Bereich um einen Punkt rum habe ich unendlich viele Punkte. Jetzt gehen wir mal konkret mit unserem Beispiel weiter und gucken uns mal das hier an. Die Menge der Q aus R Quadrat. Und ich schreibe mal wieder sowas Ähnliches hin. Die Punkte, die von einem festen Punkt P einen Abstand haben, sagen wir mal, kleiner als 5. Was ist das für eine geometrische Figur? Das ist ein Kreis. Und was ist der Mittelpunkt? P ist der Mittelpunkt und wie groß ist der Kreis? Also das, was wir hier haben, ist ein Kreis mit dem Mittelpunkt P und dem Radius 5. Diese 5 hier entscheidet über den Radius und der Mittelpunkt ist unser P. Denn hier steht ja alle Punkte, deren Abstand von P kleiner als 5 ist. Das heißt also, wenn man es ganz genau sagt, müsste man sagen, das ist die Kreisscheibe. Also dazu gehören nicht nur die Punkte, die da außen liegen, die gerade nicht, aber dieser Punkt gehört dazu und der Punkt gehört dazu und der, die gehören alle dazu. Und ich sage es nochmal, dieser Punkt hier zum Beispiel, der jetzt hier auf dem Rand liegt, der gehört nicht dazu, so wie wir es hier hingeschrieben haben, weil hier ja steht, die Menge aller Punkte, deren Abstand kleiner als 5 ist. Der Rand außen drumherum
besteht aus allen Punkten, deren Abstand genau 5 ist. Das heißt, diese Kreisscheibe, die ich hier hingeschrieben habe, sind alle Punkte, die topologisch, sagt man das auch so, im Innern dieses Kreises liegen, in der Kreisscheibe. Und wenn ich jetzt hier R hoch 3 schreibe, also entscheidend ist hier, dass 3 statt 2 da jetzt steht. Was ist das dann geometrisch? Wir haben eine Kugel mit Mittelpunkt P und dem Radius 2. Und das ist auch wieder so, dass die Kugeloberfläche gar nicht dazugehört, weil das die Punkte sind, die genau den Abstand 2 vom Mittelpunkt haben, sondern nur das, was in der Kugel drin ist sozusagen. Diese Dinger hier, weil die so wichtig sind, bekommen Namen und auch eine Schreibweise. Wir werden hierfür in Zukunft schreiben B5P. Das heißt, wir schreiben in Klammern dahinter den Mittelpunkt und unten als Index drunter den Radius. Und hierfür werden wir schreiben B2P. Ob das sich in der Ebene oder im Raum abspielt oder ganz woanders, kann man dann ja an dem P erkennen. Wenn P ein Punkt ist, der in der Ebene liegt, dann muss das ganze Ding in der Ebene sein. Wenn P ein Punkt ist, der im Raum liegt, muss das ganze Ding im Raum sein. Das B nimmt man deswegen, weil man hier das englische Wort Ball verwendet. Man nennt nämlich solche Mengen Open Balls oder offene Kugeln. Und das ist wieder so eine typische Mathematikersprechweise. Auch dieses Ding hier nennt man verallgemeinert eine offene Kugel. Alles, was man in dieser Form hinschreiben kann, heißt offene Kugel. Natürlich ist eine offene Kugel in der Ebene eigentlich etwas, was wir eine Kreisscheibe nennen würden. Im R hoch 3 ist es tatsächlich eine Kugel. Im R hoch 4 können wir es uns eh nicht mehr vorstellen. Man erschlägt aber alles mit dem einen Begriff und sagt, das ist eine offene Kugel. Also dieses hier, würde man sagen, ist die offene Kugel um den Punkt P rum mit dem Radius 5. Wie muss ich mir denn offene Kugeln im R hoch 1 vorstellen? Das sind Intervalle. Das heißt, dieses hier wäre das Intervall P minus R bis P plus R. Und dann schreibt man die typischerweise so mit runden Klammern. Vielleicht haben Sie auch in der Schule die hässliche Schreibweise mit den umgedrehten eckigen Klammern kennengelernt. Ich finde das total unästhetisch, aber wenn Sie wollen, können Sie das von mir aus auch so schreiben. Dieses hier mit den runden Klammern bedeutet, dass diese beiden Punkte selbst, P minus R und P plus R, gerade nicht dazu gehören, sondern zum Intervall gehören nur die Zahlen dazwischen. Das ist auch nach unserer Sprechweise eine offene Kugel. Das ist eine eindimensionale Kugel hier, die Kreisscheibe ist eine zweidimensionale Kugel und die dreidimensionale Kugel ist dann wirklich so eine Christbaumkugel, wie wir sie uns auch vorstellen. Okay, das ist der erste Begriff, offene Kugeln. Und diesen Begriff verwendet man als Grundlage für den ersten wirklich zentralen Begriff der Topologie, und zwar den der offenen Menge. Wenn A eine Teilmenge von R hoch N ist, dann nennt man A offen, also man sagt, dass A eine offene Menge ist, wenn es für jeden Punkt P aus A eine offene Kugel gibt, B Epsilon P, die ganz in A liegt. Mit ganz in A liegt meint man, dass diese offene Kugel, das ist ja eine Menge von Punkten, eine Teilmenge von A sein muss. Also grafisch kann sich das so vorstellen, wenn man zum Beispiel mal von R hoch 2 ausgehen, Sie haben so eine Punktmenge. Und wenn Sie sich irgendeinen beliebigen Punkt rausgreifen, zum Beispiel den hier, dann muss um den Punkt rum ein sehr kleiner Kreis sein, der noch komplett in A drin liegt. Wenn ich zum Beispiel diesen Punkt hier nehme, kann ich auch einen ziemlich großen Kreis nehmen, der liegt noch komplett in A drin. Wenn ich sehr dicht an den Rand gehe, dann muss das schon ein entsprechend kleinerer Kreis sein. Das heißt, der Radius von diesem Kreis, den ich hier Epsilon genannt habe, ist natürlich von Punkt zu Punkt verschieden. Offen heißt nur, egal welchen Punkt ich nehme, um den Punkt rum ist, wenn Sie so wollen, immer noch so ein kleiner Sicherheitsabstand, sodass ich nicht intuitiv am Rand der Menge stehen kann. Solche Mengen, die diese Eigenschaft haben, nennt man offen. Es ist so ein typisches Problem, was ich oft sehe in Mathevorlesungen, dass Begriffe im gewissen Sinne suggestiv gewählt sind. Darum denkt man jetzt sofort, die offenen Kugeln müssen doch offen sein, sonst würde man sie ja nicht offen nennen. Was auch stimmt, offene Kugeln sind offen. Aber die offenen Kugeln sind nicht deswegen offen, weil man sie offen genannt hat, sondern wir müssen uns jetzt erstmal überlegen, warum offene Kugeln offen sind. Das heißt, wenn Sie jetzt wirklich begründen wollen, warum offene Kugeln offen sind, dann können Sie den Begriff gleich mal üben. Ich will das auch mal nur mit einer Skizze machen. Also ich schreibe mal hin, Begründung, warum, sagen wir mal, die Kugel mit dem Radius 1 um den Punkt 0, 0 rum offen ist. Dafür malen wir uns so ein Bildchen, wie diese Kugel aussieht. Also hier ist der Punkt 0, 0, das hat den Radius 1.
Und jetzt müssen wir uns irgendeinen beliebigen Punkt rausgreifen und müssen begründen, warum dieser Punkt so liegt, dass man um ihn rum einen kleinen weiteren Kreis finden kann, der komplett in dem großen Kreis drin liegt. Erst wenn wir das begründet haben, wissen wir, warum das funktioniert. Das heißt, ich male mir jetzt mal hier so einen Punkt hin. Mal dieser hier, das ist P. Und P soll also dazugehören. Wie kann ich jetzt rein rechnerisch begründen, also Sie müssen mir jetzt nicht irgendwie eine Formel sagen oder so, aber können Sie irgendwie sehen, warum man um dieses Ding einen kleinen Kreis machen kann, der ganz in dem Kreis drin liegen muss? Was ist der Grund dafür? Genau, das ist der entscheidende Punkt. Die Kugel ist ja definiert als alle Punkte, deren Abstand vom Mittelpunkt kleiner als 1 ist. Das heißt, wenn ich jetzt diesen Abstand hier messe, ich nehme vielleicht mal eine andere Farbe, den Abstand von P zum Nullpunkt, dann ist das irgendein Wert d. Und ich weiß nicht genau, was d ist, aber ich weiß, dass dieser Abstand kleiner als 1 ist. Das heißt, dazwischen ist irgendwie noch Platz. Wenn ich 1 minus d rechne, dann kommt da eine Zahl raus, nennen wir sie mal Epsilon, die auf jeden Fall größer als 0 ist. Größer als 0, nicht gleich 0, weil der Punkt ja einen Abstand von 0, 0 hat, der kleiner als 1 ist. Und dieses Epsilon kann ich nehmen. Denn dieses Epsilon, was ich hier jetzt ausgerechnet habe, ist ja genau das Stück, was hier hinten noch fehlt. Das ist das Epsilon. Das heißt, ich kann jetzt um meinen Punkt rum einen kleinen Kreis legen, der den Radius Epsilon hat. Und der muss auf jeden Fall noch reinpassen. Das heißt, unsere offenen Kugeln heißen nicht ohne Grund offenen Kugeln, weil das die ersten Beispiele sind für offene Mengen. Und falls der Begriff neu für Sie ist, was bei vielen wohl der Fall sein wird, würde ich sagen, wir üben das mal mit einer ganzen Reihe von Beispielen, weil das wirklich ein sehr zentraler Begriff ist, der immer wieder vorkommen wird. Ich schreibe Ihnen mal ein paar Mengen hin und wir werden jetzt immer nur so geometrisch anschaulich argumentieren, warum das wohl offene Mengen sind oder nicht. Nehmen wir mal auf der reellen Achse, also r hoch 1, das Intervall von 0 bis 2 ohne die Zahlen 0 und 2, vereinigt mit dem Intervall von 10 bis 11, ohne die Zahlen 10 und 11. Also gezeichnet sieht das so aus. Ich habe hier so ein Stück vom Zahlenstrahl. Hier sind die Zahlen 0 und 2. Und dann habe ich hier hinten noch ein Stück. Hier sind die Zahlen 10 und 11. Alles, was zwischen 0 und 2 liegt, plus alles, was zwischen 10 und 11 liegt. Ist das offen oder nicht? Ja, das ist offen, da haben Sie recht. Also wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Punkt nehme, den hier, dann weiß ich ja, dass der nicht ganz 0 ist, also er ist ein bisschen größer als 0 und der ist auch nicht ganz 2, er ist ein bisschen kleiner als 2. Also kann ich die Abstände nach links und rechts messen, dann nehme ich den kleineren von den beiden Abständen und den kann ich als Größe für mein Intervall nehmen, was ich um diesen Punkt rumlegen kann. Und das geht immer, egal wo ich bin, auch im rechten Teil geht das. Also das ist ein Beispiel für eine offene Menge. Nochmal im r hoch 1, wenn wir so ein Intervall nehmen, also Intervall von 0 bis 2, also eigentlich das gleiche Bild wie eben. Allerdings ist das jetzt ja so gemeint, weil hier eine eckige Klammer steht, dass die 0 mit dazugehört. Also die 2 gehört nicht dazu, die 0 gehört dazu. Ist das eine offene Menge? Genau. Das ist keine offene Menge, weil die 0 das kaputt macht. Für jede andere Zahl würde es klappen. Für jede andere Zahl zieht das gleiche Argument wie vorher. Ich kann mir irgendeine rausgreifen, kann um diese Zahl ein kleines Intervall drum machen. Das liegt komplett in der Menge drin, alles gut. Aber es reicht, wenn es für eine Zahl nicht klappt, weil in der Definition ja stand, dass das für jeden Punkt funktionieren muss. Und Sie haben eben schon gesagt, für einen Punkt geht es nicht, nämlich für die 0. Denn was immer ich um die 0 rum für ein kleines Intervall packe, da sind ja immer auch Zahlen links von der 0 dabei. Das heißt, dieses Intervall wird niemals komplett in dem Intervall von 0 bis 2 drin liegen. Vielleicht sollte ich hier nochmal deutlich machen, das habe ich vielleicht nicht so genau gesagt. Natürlich ist hier gefordert, dass Epsilon größer als 0 sein muss. Das heißt, wenn hier steht, ich muss für jeden Punkt eine offene Kugel finden, die um den Punkt rumliegt, dann ist damit natürlich gemeint, eine Kugel, die außer dem Punkt selbst noch andere Punkte enthält. Sonst wäre das ja trivial. Nehmen wir mal das hier. Wir schauen uns mal den R hoch 3 an, den Raum, und nehmen die offene Kugel mit dem Radius 1 um den Nullpunkt rum. Und nehmen von dieser offenen Kugel den Nullpunkt weg. Also, soweit das meine Zeichenkünste zulassen. Sie haben hier Ihre Kugel um den Nullpunkt mit Radius 1 und dann nehmen Sie aus der Mitte diesen einen Punkt weg. Das ist auch offen. Weil es ja auch hier so ist, wenn ich mir irgendeinen von den verbleibenden Punkten nehme, geht es ja immer nur darum,
kann ich um das Ding eine Kugel rummachen, die ganz drin liegt. Und ich muss jetzt ja nur gucken, wie weit bin ich einerseits vom äußeren Rand weg und andererseits muss ich gucken, wie weit bin ich von diesem einen gefährlichen Punkt weg. Aber das ist ja kein Problem. Weil es nicht dieser Punkt ist, um den muss ich mich nicht mehr kümmern, habe ich zudem auf jeden Fall einen positiven Abstand. Und zu dem Rand nach außen habe ich auch einen positiven Abstand, nehme ich wieder das Kleinere von beiden, also kann ich immer eine Kugel dahin legen. R Quadrat, die Menge aller Punkte xy mit der Eigenschaft 0 ist kleiner als x ist kleiner als 1 und 2 ist kleiner als y ist kleiner als 3. Vielleicht zunächst mal, was ist denn das überhaupt? Wie muss man sich das grafisch vorstellen? Was für eine Figur habe ich da? Also die x-Koordinaten müssen zwischen 0 und 1 liegen. Sagen wir mal, hier ist unsere 1. Und die y-Koordinaten müssen zwischen 2 und 3 liegen. Also da. Das heißt, die Menge, um die es geht, ist dieses Quadrat hier. Ist das offen oder nicht? Das ist offen und das liegt an den Kleinerzeichen in der Definition. Das bedeutet ja, dass die Punkte, die hier auf dem Rand, den wir uns auch deutlich vorstellen können, liegen, nicht dazugehören. Darum ist das auch eine offene Menge. Entscheidend ist, in dem Moment, wo Sie einen einzigen Punkt dazu nehmen auf dem Rand, ist das Ding nicht mehr offen, egal welchen. Also nehmen Sie sich irgendeinen und packen den noch dazu, dann ist die Menge nicht mehr offen, weil dieser eine Punkt es kaputt macht. Um den können Sie keinen Sicherheitskreis mehr rumliegen. Die Menge der Punkte in der Ebene, deren Abstand vom Punkt 1, 0 kleiner gleich ein Zehntel ist. Das ist also wieder so ein Ding, dass wir hier den Punkt 1, 0 haben, das ist der hier. Und darum machen wir einen relativ kleinen Kreis, nämlich mit dem Radius ein Zehntel. Offen oder nicht offen? Nicht offen, sagen Sie mir einen Punkt, der es kaputt macht. Zum Beispiel könnte man hier diesen Punkt nehmen, das wäre der Punkt 1 Zehntel, also 1 plus 1 Zehntel 0, der da ganz rechts liegt. Und das ist ein Punkt, um den ich keinen Kreis legen kann, der komplett im Innern des grünen Kreises liegt. Also ist diese Menge, weil der Rand dazu gehört, nicht offen. Und jetzt noch zwei Fälle, die dann später für die Theorie wichtig sind und auch nochmal, um klarzumachen, dass wir das auch verstanden haben. Einmal die leere Menge und einmal R hoch N selbst. Was meinen Sie bei diesen beiden Mengen? Sind die offen oder nicht? Also fangen wir mal mit der leeren Menge an. Ja, aber ich würde es anders formulieren. Weil die leere Menge keinen Punkt hat, gibt es nichts, wo ich einen Sicherheitskreis drum machen muss. Darum ist die leere Menge offen. Sie können es auch anders sehen. Wann ist denn eine Menge nicht offen, wenn ich einen Punkt finden kann, um den ich so einen Kreis nicht legen kann? Wenn wir bisher Beispiele hatten für Mengen, die nicht offen waren, dann konnten wir das immer dadurch begründen, dass wir gesagt haben, hier, nimm den Punkt. An dem Punkt kann man sehen, dass die Menge nicht offen ist. In der leeren Menge gibt es gar keinen Punkt, also können Sie gar keinen Punkt finden, an dem Sie belegen können, dass sie nicht offen ist. Darum ist sie offen. Also aus Mathematikersicht ist diese Menge offen und sie entspricht auch genau dieser Definition, die hier steht. Ich kann für jeden Punkt in dieser Menge so eine offene Kugel finden, weil es gar keine Punkte gibt. Also muss ich gar nichts tun. Gewonnen. Also die leere Menge ist offen. Und was ist mit dem ganzen Raum, also zum Beispiel die ganze Ebene? Ist das offen? Ja, das ist klar, ne? Weil alles, was es überhaupt gibt, treibt sich ja in diesem Raum rum und natürlich kann ich locker um jeden Punkt irgendwelche Kreise rummachen, weil die natürlich auch alle dazugehören. Also diese beiden Mengen sind offen. Die größte Menge, die ich überhaupt haben kann, der ganze Raum, und die kleinste Menge, die ich überhaupt haben kann, gar keine Punkte, sind beide offen. Dazwischen haben wir Beispiele gesehen für Mengen, die offen sind und für Mengen, die nicht offen sind. Vielleicht mal gleich ein Beispiel, an dem man erkennen kann, warum das wichtige Mengen sind für das, was wir hier machen. Wir beschäftigen uns ja viel mit Grenzwerten. Diese ganze Analysis, hatte ich ja schon gesagt, dreht sich ja irgendwie um Grenzwerte. Und Grenzwerte kann ich haben in der Ebene oder im Raum oder auf der Zahlengeraden. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel die Ebene betrachte und ich habe eine Folge von Punkten, die konvergiert, also die konvergiert gegen einen Grenzwert, dann sieht das ja so aus. Hier ist mein Grenzwert. Und eine Folge von Punkten, die dagegen konvergiert, ist etwas, was irgendwann diesem Punkt immer näher kommt. Und vielleicht entsinnen Sie sich noch aus Ihren bisherigen Mathevorlesungen, was genau Konvergenz bedeutet. Konvergenz bedeutet, dass egal was für einen kleinen Kreis ich um den Grenzwert mache, irgendwann liegen alle Punkte der Folge in diesem Kreis. Dafür gibt es auch den mathematischen Fachterminus fast alle Folgenglieder. Das bedeutet also, wenn ich hier so einen Kreis drum mache, um diesen eingeixten Punkt, dann bedeutet, dass die Folge gegen diesen Punkt konvergiert, dass ab einem bestimmten Folgenglied, zum Beispiel ab dem 1000. oder so, alle folgenden in dem grünen Kreis liegen müssen.
Und wenn ich diesen grünen Kreis kleiner mache, muss das immer noch stimmen. Vielleicht nicht mehr ab dem Tausendsten, sondern erst ab dem Zehntausendsten. Aber egal, wie klein ich diesen Kreis mache, solange der Radius nicht null ist, müssen immer fast alle Folgenglieder, also alle bis auf endlich viele Ausnahmen, in dem kleinen Kreis liegen. Und da kommt jetzt wieder der Kreis ins Spiel von unserer offenen Menge. Wenn Sie eine offene Menge haben, A, und Sie haben irgendeinen Punkt in dieser offenen Menge, und Sie haben eine Folge, die gegen diesen Punkt konvergiert, dann kann das zwar sein, dass die Folge außerhalb dieser Menge losläuft, aber irgendwann muss der ganze Rest von der Folge in A liegen. Weil ich ja, weil die Menge offen ist, um A rum einen Kreis machen kann, das heißt ja gerade, dass die Menge offen ist, und Konvergenz bedeutet, dass ab einem bestimmten Punkt alle Folgenglieder in dem blauen Kreis liegen müssen. Das heißt, wenn ich eine offene Menge habe und einen Punkt in der offenen Menge und irgendwas konvergiert gegen diesen Punkt, dann kann ich das im Prinzip so betrachten, als wäre die Folge erst in der offenen Menge losgelaufen, weil der Anfang irrelevant ist. Das ist die Bedeutung eigentlich von offenen Mengen für alles, was mit Grenzwerten zu tun hat. Und das ist dann auch der Grund, warum man Begriffe, die darauf aufbauen, wie zum Beispiel Funktionsgrenzwerte und Stetigkeit und insbesondere Differenzierbarkeit, am liebsten immer für offene Mengen definiert. Wenn Sie mal nachschauen, zum Beispiel auf Wikipedia und schauen, was bedeutet differenzierbar, dann werden Sie im ersten Satz finden, sei f eine Funktion, die auf einer offenen Menge definiert ist. Weil in dem Moment, wo eine Funktion auf einer offenen Menge definiert ist, weiß ich, dass für jeden Punkt drumherum genug Platz in der Menge ist, um da über Grenzwerte zu sprechen. Wenn ich Punkte habe, die am Rand liegen, dann kann ich mir gar nicht sicher sein, ob ich mich denen überhaupt annähern kann, ob die Funktion da überhaupt definiert ist und so weiter. Das ist der Grund, warum offene Mengen so eine wichtige Rolle spielen. So, und ein weiterer Begriff, den Sie häufig hören werden im Zusammenhang mit offenen Mengen und mit solchen topologischen Fragen, ist der der Umgebung. Das ist sowas Ähnliches. Eine Menge A heißt Umgebung von einem Punkt P, wenn es ein Epsilon größer 0 gibt, sodass wieder diese offene Kugel komplett in A drin liegt. Das ist ein schwächerer Begriff als offene Menge oder anders ausgedrückt, offene Menge heißt, eine offene Menge ist Umgebung von jedem Punkt, der in ihr drin liegt. Hier ist immer nur von einem Punkt die Rede und um Ihnen mal den Unterschied klar zu machen, können wir eins von den Beispielen nehmen, die wir eben schon hatten. Dieses Intervall haben wir vorhin betrachtet und das haben wir gesehen, ist keine offene Menge, aber es ist zum Beispiel eine Umgebung des Punktes 1, weil der Punkt 1 im Innern des Intervalls liegt und ich um 1 rum so einen Kreis finden kann. Es ist nicht Umgebung des Punktes 0. Also diese Menge ist Umgebung der Zahl 1 und sie ist nicht Umgebung der Zahl 0. Und ich schreibe nochmal hin, wenn Sie so wollen, auch als Beispiel, was ich eben schon gesagt habe. Offene Mengen sind, das ist gerade der Sinn von offener Menge, immer Umgebung aller Zahlen, die in ihnen drin sind. Offene Mengen sind immer Umgebung aller ihrer Elemente. Und man wird halt häufig in irgendwelchen Büchern Sätze finden wie, das gilt in einer Umgebung von P. Damit ist gemeint, diese Eigenschaft gilt nicht nur für P, sondern in einem eventuell sehr kleinen Bereich um P auch noch drumherum. Und wir haben ja vorhin am Anfang gesehen, auch wenn diese Bereiche sehr klein sind, liegen da immer schon unendlich viele andere Punkte. Also es ist ein großer Unterschied, ob ich sage, zum Beispiel eine Funktion ist stetig im Punkt P oder sie ist stetig in einer ganzen Umgebung von P. Wenn sie in einer ganzen Umgebung von P stetig ist, dann ist sie halt nicht nur an dieser einen Stelle stetig, sondern es gibt noch unendlich viele Punkte drumherum, in denen P auch stetig ist. Zwei wichtige Eigenschaften offener Mengen, das habe ich im Skript mal als Aufgabe hingeschrieben, das kann man sich eigentlich relativ gut selbst überlegen. Erstens, wenn ich mehrere offene Mengen habe und von denen den Durchschnitt bilde, dann ist der Durchschnitt auch wieder eine offene Menge. Der Durchschnitt offener Mengen ist offen. Ach, vielleicht für zwei offene Mengen zeichne ich Ihnen das einfach mal hin. Diese Menge soll offen sein und diese Menge soll auch offen sein. Und uns interessiert jetzt der Durchschnitt dieser beiden Mengen. Und wir würden gerne wissen, ob dieser Durchschnitt, der grün eingerahmte Bereich, auch offen ist. Was müssen wir dann machen? Wir müssen uns irgendeinen Punkt rausgreifen in dieser Menge, zum Beispiel den hier, und müssen uns überlegen, finden wir eine Kugel um diesen Punkt rum, die komplett in dem grünen Bereich drin liegt. Was wir wissen ist, die obere Menge ist ja offen,
Das heißt, wir finden eine Kugel um den blauen Punkt rum, die komplett in der oberen Menge drin liegt. Die könnte zum Beispiel so aussehen. Die liegt komplett in der oberen Menge drin, aber leider nicht komplett in der grünen Menge. Und die untere Menge ist ja auch offen. Also gibt es auch eine Kugel um den blauen Punkt rum, die komplett in der unteren Menge drin liegt. Die sieht dann vielleicht so aus. Die tut uns nun den Gefallen, dass die tatsächlich komplett in der grünen drin liegt. Dann wären wir schon fertig. Vielleicht denken Sie da noch mal ein bisschen drüber nach und überlegen, was da eigentlich so passieren kann. Ob Sie an dem Bild schon sehen, dass das klar ist, dass Sie immer eine offene Kugel um den Punkt rum finden, die komplett im grünen Bereich liegt. Wenn Sie sich das für zwei Mengen überlegt haben, ist es auch nicht mehr schwer, sich klarzumachen, dass es auch für drei, vier, fünf Mengen und so weiter gilt. Und die zweite Aussage ist, die Vereinigung von offenen Mengen ist offen. Oh, jetzt habe ich da oben sogar was vergessen hinzuschreiben, das war jetzt sehr gefährlich. Der Durchschnitt offener Mengen ist offen, das stimmt so gar nicht, sondern ich muss hier hinschreiben, der Durchschnitt endlich vieler offener Mengen ist offen. Das heißt, wie hier zum Beispiel zwei offene Mengen, wenn ich die schneide, offen. Drei offene Mengen, Durchschnitt ist offen. 20 offene Mengen, der Durchschnitt ist offen. Aber ich zeige Ihnen gleich ein Beispiel, wenn ich unendlich viele offene Mengen nehme und davon den Durchschnitt bilde, dann ist das eventuell nicht mehr offen. Hier unten brauche ich diese Einschränkung nicht zu machen. Ich kann auch unendlich viele offene Mengen vereinigen. Das, was rauskommt, ist wieder offen. Das ist auch eine Sache, da muss man sich eigentlich nur mal hinschreiben, was das eigentlich bedeutet. Dann ist auch klar, warum das stimmen muss. Ich werde Ihnen lieber noch ein Beispiel dafür zeigen, dass diese Einschränkung hier wichtig ist. Das heißt, wir nehmen uns mal unendlich viele Mengen, die alle offen sind, und überlegen uns, was diese Mengen alle gemeinsam haben, also was der Durchschnitt dieser Mengen ist. Und dann werden wir sehen, dass das, was da rauskommt, nicht offen ist. Nehmen wir die Menge an, soll sein das Intervall von minus 1 durch n bis 1 durch n. A1 ist das Intervall von minus 1 bis 1, A2 ist das Intervall von minus 1,5 bis 1,5, A4 ist das Intervall von minus 1 Viertel bis 1 Viertel und so weiter. Und jetzt möchte ich den Durchschnitt über die alle bilden. Das würde man so schreiben, n gleich 1 bis unendlich an. Das heißt, damit ist gemeint A1 geschnitten mit A2, geschnitten mit A3 und so weiter. Oder anders ausgedrückt, die Menge aller Punkte, die in allen diesen unendlich vielen Intervallen drin liegen. Was kommt denn da raus, wenn ich den Durchschnitt bilde? Können Sie sich das bildlich vorstellen? Genau. Also bildlich sieht das ja so aus. Hier ist die Mitte meines Zahlenstrahls und das erste Intervall, dieses hier, das sieht zum Beispiel so aus. Und dann würde das zweite Intervall, das wäre dieses hier, halb so breit sein. Das dritte haben wir jetzt übersprungen. Das vierte Intervall hier, das wäre nochmal halb so groß. Und so weiter. Je größer n wird, desto schmaler werden diese Intervalle. Da sind immer, in jedem von diesen Intervallen sind immer unendlich viele Zahlen drin, aber sie werden nach und nach immer schmaler. Und wenn ich den Durchschnitt über alle bilde, dann will ich wissen, welche Punkte sind in allen Intervallen drin. Und der einzige Punkt, der übrig bleibt, der in allen drin ist, ist die Zahl 0. Das heißt, was hier rauskommt, ist die Menge Singleton 0. Diese Menge ist natürlich nicht offen, denn da ist ja nur ein Punkt drin. Und offen würde ja bedeuten, ich muss um diesen Punkt eine kleine offene Kugel finden können, die komplett in der Menge drin liegt. Aber das geht ja nicht, weil in offenen Kugeln immer unendlich viele Zahlen drin sind. Und hier ist ja nur eine Zahl drin. Also ich habe lauter offene Mengen, das sind alles offene Intervalle, und schneide die und als Ergebnis kommt was raus, was nicht offen ist. Darum ist es wichtig, dass mir hier noch eingefallen ist, dazu zu schreiben, es müssen endlich viele sein. Hier unten ist das nicht wichtig.